Als Mr. Hiram Otis, der amerikanische Gesandte in Schottland, Schloss Canterville kaufte, sagte ihm jeder, aber auch wirklich jeder, dass das keine kluge Idee gewesen sei, weil kein Zweifel darüber bestehe, dass dort ein Gespenst, das Gespenst von Canterville, umgehe. Und tatsächlich, sogar Lord Canterville selbst, der bisherige Eigentümer von Schloss Canterville, dessen Familie seit vielen Jahrhunderten in Besitz von Schloss Canterville gewesen war, riet Mr. Otis eindringlich von dem Kauf ab. Ah, da ist ja Lord Canterville. Ah, da ist ja Lord Canterville. Ah, da ist ja Lord Canterville. Oh, sag mal, wo bleibst du denn? Ich kann nicht rauskommen. Ja, warum denn nicht? Du wolltest doch unbedingt Lord Canterville spielen. Das Kostüm. Was ist mit dem Kostüm? Es ist echt schottisch und richtig toll geworden. Das ist ein Kostüm für Frauen. Das hat einen Rock. So ein Quatsch. Das ist doch kein Kostüm für Frauen. In Schottland tragen die Männer Kilt. Das ist ein Rock für Männer. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Nun komm schon. Oh. Darf ich vorstellen? Lord Canterville. Wie schon gesagt, riet Lord Canterville Mr. Otis mit aufrichtigen Worten und aristokratisch gestellter Stimme von dem Kauf ab. Wir mochten selber nicht mehr dort wohnen. Mit aristokratisch gestellter Stimme? Wir mochten selber nicht mehr dort wohnen, seit meine Großtante, die Herzogin Whitmer von Bolton, vor Schreck einen solchen Anfall bekam, von dem sie sich nicht wieder erholte. Zwei Knochenhände hatten sich auf ihre Schultern gelegt, als sie sich zum Dinner ankleidete. Und ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen, Mr. Otis, dass Mirrorlala... Das Mirrorlala... dass viele lebende Mitglieder meiner Familie das Gespenst gesehen haben. Nachdem der Herzogin jener Unglücksfall zugestoßen war, wollte keiner der jüngeren Dienerschaft mehr bei uns bleiben. Und Lady Canterville fand es nachts häufig wenig scharf, wegen die mysteriösen Geräusche, die aus dem Gang und aus der Bibliothek kamen. Aber Mr. Otis, der amerikanische Gesandte, ließ sich natürlich nicht abschrecken. Im Gegenteil, inzwischen hatte er sogar Gefallen gefunden an der Idee, das Gespenst einzufangen und in seiner Heimat Amerika in einem Museum oder Wanderzirkus als Attraktion auszustellen. Die Amerikaner lieben ja alles, was mit dem alten Europa, mit Schlössern, Burgen und Rittern zu tun hat. Und ganz bestimmt auch ein echtes Schlossgespenst, wenn es denn wirklich existiert. Ich fürchte, es existiert wirklich. Es ist seit Jahrhunderten wohl bekannt, genau gesagt seit 1586, und es erscheint stets vor dem Tod eines Mitglieds meiner Familie. Wann es Ihnen nichts ausmacht, ein Gespenst im Hause zu haben, ist alles in Ordnung. Nur dürfen Sie nicht vergessen, dass ich Sie gewarnt habe. Das ist eine Frechheit. Das ist mein Schloss. Nichts ist in Ordnung. Überhaupt gar nichts ist in Ordnung. Wie bitte? Also, ich hab nichts gesagt. Du hast doch gerade gesagt, dass der Verkauf des Schlosses nicht in Ordnung sei. Hab ich nicht. Du hörst schon Gespenster. Boah. Was gibt's denn jetzt zu lachen? Also, ich hab nicht gelacht. Du hast... Ach. Wenige Wochen danach war der Verkauf abgeschlossen und Mr. Otis zog mit seiner Familie auf Schloss Canterville ein. Genauer gesagt mit seiner Frau Lucretia, einer sehr ansehnlichen Dame mittleren Alters mit schönen Augen und sehr viel Lebensfreude. Ihr ältester Sohn Washington war ein blonder junger Mann, der in die Fußstapfen seines Vaters treten und auch Diplomat werden wollte. Das lag ihm sehr, denn er war immer so unglaublich vernünftig. Seine jüngere Schwester Virginia war mit ihren 15 Jahren so liebreizend wie ein Rehkälbchen, hatte wunderschöne blaue Augen und liebte nichts so sehr, wie auf ihrem Pony durchs Grüne zu reiten. Nach Virginia kamen die beiden Zwillinge. Mhm. Mhm.
Zwillinge. Eine ganze Horde Zwillinge. Charles und Edward. Zwei muntere, 15 muntere Jungs, die nichts lieber taten, als anderen Leuten Streiche zu spielen und den ganzen Tag durch Haus und Garten zu toben. Aber sonst, ja, sonst waren sie ganz reizend. Als Familie Otis an dem nahegelegenen Bahnhof ankam, wurde sie von Lord Canterville mit der Familienkutsche abgeholt. Ja! Doch als der Wagen in die Allee von Canterville einbog, wurde der Himmel plötzlich von Wolken verdunkelt und eine seltsame Lautlosigkeit schien die Luft stillstehen zu lassen. Zu ihrer Begrüßung stand die gute alte Mrs. Amney bereit, schwarz gekleidet, in weißer Schürze und Haube. Die Haushälterin! Plötzlich gewahrte Mrs. Otis auf dem Fußboden der Bibliothek, direkt neben dem Kamin, einen dunkelroten Fleck. Und ohne zu ahnen, was dieser in Wahrheit zu bedeuten hatte, sagte sie zu Mrs. Amney: Ich fürchte, da ist etwas vergossen worden. Ja, Milady, Blut ist an dieser Stelle vergossen worden. Wie grässlich! Blutfleck in einem Wohnraum mag ich ganz und gar nicht. Er muss sofort entfernt werden. Es ist das Blut Lady Elinors von Canterville, die genau an dieser Stelle von ihrem eigenen Ehemann, Sir Simon von Canterville, ermordet wurde. Was? Ja! Er überlebte seine Frau um 9 Jahre und verschwand unter nie geklärten Umständen. Nein! Doch! Seine Leiche wurde nie gefunden und sein schuldbeladener Geist geht seitdem im Schloss umher. Was? Nein! Doch! Oh! Der Blutfleck kann nicht entfernt werden! Da mischte sich der älteste Sohn, Washington, ein. Das ist doch lauter Unsinn! Pinkertons Qualitätsfleckenentferner und Intensivreiniger wird ihn im Handumdrehen beseitigen. Und noch ehe die entsetzte Mrs. Amney einschreiten konnte, hatte er sich auf die Knie niedergelassen und rieb den Blutfleck mit einem kleinen Stift ab. Wenige Augenblicke später war von dem Blutfleck keine Spur mehr zu sehen. Vom plötzlichen Gewitter erschreckt, fiel die gute alte Mrs. Amney in Ohnmacht. Wenige Augenblicke später wachte sie allerdings wieder auf. Ich habe mit meinen eigenen Augen Dinge gesehen, dass sich jedem die Haare sträuben würden. Und ich habe viele. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Sie haben verstanden, viele? Ich habe viele Nächte lang kein Auge zugetan wegen der schrecklichen Dinge, die sich hier zugetragen haben. Seien Sie auf der Hut, dass kein Kummer über dieses Haus kommt. Ja, 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 ja. Jupp. Ja, ja. Das Unwetter tobte und wütete noch die ganze Nacht. Aber sonst ereignete sich nichts von besonderer Bedeutung. Doch als Familie Otis am nächsten Morgen zum Frühstück hinunterkam, fanden sie den entsetzlichen Blutfleck abermals auf dem Fußboden der Bibliothek vor. Natürlich wurde er ein zweites Mal entfernt, aber am Morgen darauf war er wieder da. Auch am dritten Morgen war der entsetzliche Blutfleck wieder da. Der Tag war warm und sonnig gewesen und um 11 Uhr ging die Familie Otis zu Bett. Gute Nacht, Virginia. Gute Nacht, Washington. Gute Nacht, Charles. Gute Nacht, Edward. Gute Nacht, Lucrezia. Gute Nacht, Hiram. Und um 11:30 war überall das Licht aus. Grrrr.
Eine Weile später wurde Mr. Otis durch ein merkwürdiges Geräusch vom Gang direkt vor seiner Zimmertür geweckt. Es war Punkt 1 Uhr. Mr. Otis schlüpfte in seine Pantoffeln, griff sich ein längliches Fläschchen und öffnete die Tür. Verehrter Herr, ich darf Sie hoffentlich bitten, Ihre Ketten zu holen. Ich habe Ihnen zu diesem Zweck ein Fläschchen Türschloss-Ol mitgebracht. Es soll bereits nach einmaliger Anwendung seine volle Wirkung erzielen. Bei einem solchen Lärm vor den Schlafzimmertüren kann ja niemand schlafen. Sollten Sie noch mehr von dem Ol brauchen, sorgen Sie einfach Bescheid. Gute Nacht. Noch niemals in meiner glänzenden und ununterbrochenen Laufbahn durch 5 Jahrhunderte, da bin ich so gedemütigt worden. Noch hat sich jeder von mir und meinem Spuk zu Tode erschreckt. Immerhin bin ich bin ein Gespenst von Format. Ja, die Herzogin, einen Anfall hat sie bekommen, als ich ihr meine Knochenhände auf die Schultern gelegt habe. 4 Hausmädchen und 6 Gärtner habe ich aus dem Schloss vertrieben, weil sie sich in die Hose gemacht haben, wenn ich mit meiner grünen Hand an das Fenster der Speisekammer klopfte. Oh, der Pastor des Dorfes, der hat sich versetzen lassen, als ich eines Morgens als Skelett bei seinem Bett saß und in seinem Tagebuch blätterte. Oh ja, und nicht zu vergessen, mein Auftritt als hagerer Gibeon, der Blutsauger von Bexleymoor, als ich auf dem Sommerfest von Canterville auf der Terrasse mit meinem Gebein und mit meinem Schädel gekegelt habe. Ein Triumph! Und jetzt kommt diese amerikanische Familie hierher und macht alles kaputt. Aber nicht mit mir. Nicht mit einem Sir Simon von Canterville. Super. Frechheit. Aber, mein lieber Freund, ich werde mich rächen. Ich werde mich grausam, gruselig rächen. Weg! Weg! Herrgott, nochmal. Weg, habe ich gesagt. Eigentlich immer alles selber machen. Jetzt hänge ich hier schon die ganzen Jahre rum und immer passiert noch nichts. Als Familie Otis sich am nächsten Morgen zum Frühstück zusammenfand, wurde natürlich ausführlich über das Gespenst gesprochen. Mr. Otis war ein wenig verärgert. Ich hege nicht das Verlangen, dem Gespenst eine persönliche Kränkung zuzufügen. Und ich muss sagen... Er blickte dabei auf die Zwillinge. Als ich es in Anbetracht seines langen Aufenthaltes hier im Haus für nicht hoflich halte, ihn mit Kissen zu überwerfen. Die Zwillinge lachten. Die Zwillinge lachten. Andererseits, wenn es sich wirklich weigert, das Owl für seine klirrenden und knarrenden Ketten zu verwenden, werden wir ihm seine Ketten abnehmen müssen. Bei einem solchen Lärm vor den Schlafzimmertüren durfte man nicht zur Ruhe kommen. Den Rest der Woche blieben sie jedoch ungestört. Das Einzige, was ihre Aufmerksamkeit erregte, war die ständige Erneuerung des Blutflecks auf dem Fußboden der Bibliothek. Besonders merkwürdig war, dass er an manchen Morgenden dunkler war als an anderen, dann wieder von einem kräftigen Purpur oder auch mal orange. Und einmal fanden sie ihn in einem leuchtenden Smaragdgrün vor.
Dieser Wechsel bereitete der Familie Otis viel Vergnügen und allabendlich wurden ganz zwanglos Wetten darüber abgeschlossen, welche Farbe der Blutfleck wohl am nächsten Morgen haben würde. Die Einzige, die sich an diesem Spiel nicht beteiligte, war die kleine Virginia, die der Anblick des Blutflecks aus irgendeinem unbekannten Grund stets betrübte. Das zweite Mal erschien das Gespenst in der Sonntagnacht. Familie Otis hatte sich soeben zu Bett begeben, als sie von einem schrecklichen Lärm aus der Halle aus dem Schlaf gerissen wurde. Alle eilten hinunter und fanden einen jammernden Sir Simon, der ein schmerzverzerrtes Gesicht machte. Die Zwillinge hatten, um das Gespenst zu ärgern, Fäden über den Fußboden und den Treppenabsatz gespannt, um Sir Simon zu Fall zu bringen. Die Zwillinge, die ihre Blasrohre mitgebracht hatten, schossen sogleich Kügelchen auf das Gespenst ab. Au, 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 au. Also gut, au, au. Mr. Otis richtete seinen Revolver nach guter alter kalifornischer Sitte auf das Gespenst und forderte es auf, die Hände hochzuheben. Im Davonlaufen fing es sich wieder und beschloss, in sein berühmtes dämonisches Gelächter auszubrechen. Lachend ging die Familie Otis zu Bett und ließ den verdutzten Sir Simon zurück. Es ist vorbei. Meine Zeit als gruselig, grässliches, grausames Schlossgespenst ist vorbei. Sie lachen nur noch über mich. Und ich habe mir alles aufgeschrammt bei dem Sturz. Guck mal. Ja, diese Zwillinge. Zwei Kinder haben mich zu Fall gebracht. Mich, Kinder. Das ist so peinlich. Oh. Wenn das die Presse erfährt. Oh nein. Nein. Ich werde nicht aufgeben. Ja, alle guten Dinge sind drei, auch bei Schlossgespenstern. Und diesmal werde ich noch gruseliger, grausamer und schrecklicher sein. Weg! Herrgott, nochmal, funktioniert denn überhaupt nichts? Heute ist ja zum Mäusebecken. Weg, hab ich gesagt. Weg, na also, geht doch. Wieso dauert das eigentlich immer so lang? Noch mehrere Tage danach fühlte sich das Gespenst schwer krank und es begab sich kaum noch aus seinem Gemach heraus, außer um den Blutfleck auf dem Fußboden der Bibliothek zu erhalten. Als es sich wieder gefangen hatte, bereitete es einen Gefechtsplan vor. Zuerst wollte Sir Simon das Gespenst lautlos in das Zimmer des ältesten Sohnes Washington schleichen und sich dort zu einer getragenen Musik den Dolch dreimal in die Kehle stoßen. Gegen Washington hegt es besonderen Groll. Schließlich war er es, der den berühmten Blutfleck von Canterville mit dem Intensivreiniger zu entfernen pflegte. Danach wollte es in das Zimmer von Mr. und Mrs. Otis schleichen und dort Mrs. Otis eine feuchtkalte Hand auf die Stirn legen, während es ihrem zitternden Gatten grässlichste Gruselgeschichten ins Ohr zischte. Was die Zwillinge betraf, so hatte es sich vorgenommen, ihnen eine Lehre zu erteilen. Sie waren die Schlimmsten. Sie hatten ihm am meisten angetan. In Bezug auf die kleine Virginia hatte Sir Simon jedoch noch keine Entscheidung getroffen, denn sie hatte ihn schließlich nie in irgendeiner Art und Weise beleidigt. Außerdem war sie hübsch und freundlich. Um 10:30 hörte das Gespenst die Familie zu Bett gehen, wurde noch eine Weile lang durch das ungestüme Gelächter der Zwillinge gestört. Als es jedoch Mitternacht schlug und alles still war, machte es sich auf den Weg. Ah, ah, ah.
Schön stumpf. Ein Gespenst! Da das Gespenst natürlich noch nie ein Gespenst gesehen hatte, bekam es einen Riesenschreck und floh es so schnell es nur konnte. Nach einer Weile aber siegte der alte, wackere Canterville-Geist. Vielleicht sind ja zwei Gespenster besser als eins. Und mit einem Freund, da könnte ich vielleicht auch mit den Zwillingen fertig werden. Ja, was sage ich mit der ganzen Familie Otis? Also, hallo? Hallo? Kollege. Hey. Sir Simon von Canterville. Hm? Wir, das Gespenst der Otis, wir der einzige echte Originalspuk. Vor Nachahmung wird gewarnt, alle anderen sind gefälscht. Ich bin überrumpelt worden, geprägt von zwei kleinen Kindern. Ich bin am Ende. Weg. Ach, ist auch schon egal. Am nächsten Tag fühlte sich das Gespenst sehr schwach und müde. Seine Nerven waren vollkommen zerrüttet und beim leisesten Geräusch zuckte es vor Schreck zusammen. 5 Tage lang begab es sich überhaupt nicht mehr aus seinem Gemach heraus und es beschloss, die Sache mit dem Blutfleck auf dem Fußboden der Bibliothek aufzugeben. Wenn Familie Otis ihn nicht wünschte, dann verdiente sie ihn ganz einfach nicht. Es zog sich zurück und ließ seine Spukerei ein für allemal bleiben. Allgemein wurde angenommen, das Gespenst habe das Schloss verlassen. Mr. Otis schrieb einen entsprechenden Brief an Lord Canterville, der in seinem Antwortschreiben seiner großen Freude Ausdruck verlieh und seine herzlichsten Glückwünsche übermittelte. Ein paar Tage später ging die kleine Virginia nachmittags am Gobelinzimmer vorbei. Ja, Virginia spiele ich jetzt nicht auch noch. Warum denn nicht? Du hast doch schon einen Rock an. Jetzt erst recht nicht. Dann mache ich es eben selber. Zu ihrer ungeheuren Überraschung saß darin das Gespenst von Canterville. Und es sah wahrhaftig so verloren und hinfällig aus, dass die kleine Virginia von tiefem Mitleid erfüllt wurde. Sie tun mir ja wirklich sehr leid, aber es würde sie wahrhaftig niemand mehr ärgern, wenn sie sich gesittet benehmen würden. Es ist völlig absurd, von mir zu verlangen, mich gesittet zu benehmen. Ich muss mit meinen Ketten rasseln, durch Schlüssellöcher seufzen und des Nachts umherwandern. Für Das ist meine einzige Daseinsberechtigung. Das ist überhaupt keine Daseinsberechtigung. Und Sie wissen sehr wohl, dass Sie sehr böse gewesen sind. Mrs. Amney hat uns nämlich am Tag unserer Anreise erzählt, dass Sie Ihre Frau umgebracht haben. Und das ist doch wohl ein Unrecht, also oder? Meine Frau, die war sehr unansehnlich.
geradezu hässlich. Ja, und sie hat mir nie die Halskrause gestärkt, wie sich das für eine Frau gehört. In der Küche war sie eine Katastrophe. Das ist auch ganz egal. Das ist schon sehr lange her und es ist nicht sehr nett von ihren Brüdern, mich so zu ärgern. Sie tun mir wirklich sehr, sehr leid. Aber Sie, Sie sind viel netter als der Rest Ihrer schrecklichen, vulgären und aufdringlichen, unredlichen Familie. Sie sind es doch, der hier schrecklich aufdringlich und vulgär ist. Und was die Unredlichkeit betrifft, so wissen Sie ganz genau, dass Sie es waren, der mir die Malfarben aus meinem Malkasten gestohlen hat, nur um diesen blöden Blutfleck in der Bibliothek zu erhalten. Zuerst nahmen Sie mir alles rot und ich konnte keine Sonnenuntergänge mehr malen. Dann nahmen Sie Smaragdgrün und Chromgelb. Und schließlich hatte ich nur noch Indigo und Weiß und konnte nur noch Mondscheinlandschaften malen. Ich habe Sie niemals verraten, obwohl ich sehr ärgerlich war. Denn wer hat jemals von smaragdgrünem Blut gehört? Fertig? Ja. Ich meine, was hätte ich denn tun sollen? Es ist heutzutage sehr schwer, echtes Blut zu bekommen. Und da Ihr Bruder mit seinem Intensivreiniger angefangen hat, da sah ich keinen Grund, warum ich nicht auch Ihre Malfarben benutzen sollte. Besonders, weil Farbe auch immer eine Frage des Geschmacks ist. Und wir, kennt ihr das? Wir haben blaues Blut. Ja, das blaueste von ganz England. Ich bin so einsam und allein, ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich möchte schlafen und kann es nicht. Ich habe seit 400 Jahren nicht geschlafen. Ich bin sehr müde. Virginia wurde sehr ernst und ihre kleinen Lippen zitterten wie Rosenblätter. Sie blickte empor in sein altes, welkes Gesicht. Armes, armes Gespenst. Weit hinter den Fichtenwäldern, da gibt es einen Garten. Da wächst das Gras dicht und hoch. Sterne funkeln. Und die Nachtigall singt da die ganze Nacht. Der kristallene Mond schaut herab und eine große Eiche breitet ihre riesigen Äste über die Schlafenden. Steht alles in der alten Prophezeiung am Fenster der Bibliothek. Entringt ein Mägdlein von Unschuld und Treu, Sünderlippen Gebete der Reu. Steht der dürre Mandelbaum in Blüte, vergießt ein Kindlein Tränen der Güte. Da wird es im ganzen Hause still und Frieden sieht ein in Canterville. Aber ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das bedeutet, dass Sie um meiner Sünden willen für mich weinen müssen, weil ich keine Tränen mehr habe. Und wenn Sie immer gut und freundlich gewesen sind, dann wird der Engel des Schweigens Erbarmen mit mir haben. Sie werden im Dunkeln viele schreckliche, grausame Gesichter sehen und böse Stimmen werden Ihnen ins Ohr rauen, aber Sie werden Ihnen nichts anhaben können. Denn gegen die Reinheit eines Kindes sind die Mächte der Hölle nicht gewappnet. Ich fürchte mich nicht und ich werde den Engel bitten, sich Ihrer zu erbarmen. Mit einem leichten Freudenschrei erhob sich Sir Simon von seinem Sitz, verabschiedete sich mit altmodischer Geste und entschwand langsam. Da Virginia die Angewohnheit hatte, abends immer noch in den Garten zu gehen, machte sich zunächst niemand Sorgen wegen ihres langen Fortbleibens. Als es aber 6 Uhr schlug und sie immer noch verschwunden blieb, begann man sich zu sorgen. Die Jungs gingen in den Garten, um nach ihr zu suchen. So, jetzt will ich aber was hören. Virginia, Virginia, suchend. Genau, genau. Virginia, Virginia. So, jetzt 1, 2. Okay, das machen wir jetzt mal alle zusammen. Ja, haben Sie Virginia gesehen? Ja. Ja? Oh ja, sagen Sie, wo sie ist. Hinten. Hinten. Oh, da muss ich ja gleich mal hin.
Nein, Sie haben sie nicht gesehen. Sie haben sie nicht gesehen. Die Eltern gingen nämlich noch in das Haus, um nach ihr zu suchen. Virginia, Virginia. Haben Sie Virginia gesehen? Ich sitze seit 5 Minuten hier. Ah, die Standuhr spricht. Virginia, Virginia. Aber sie blieb verschwunden. Die Familie wusste nicht mehr, was sie noch machen sollte. Alles war abgesucht worden, aber keine Spur von Virginia. Doch gerade als sie das Speisezimmer verließen, kam Virginia die Treppe herab. Mr. Otis ging auf sie zu. Grundgütiger Himmel, Kind, wo bist du gewesen? Deine Mutter hat sich zu Tode geängstigt. Solche Spaße darfst du dir nie wieder erlauben. Papa, ich bin bei dem Gespenst gewesen. Es hat seine ewige Ruhe gefunden. Und ihr müsst mitkommen und es sehen. Die ganze Familie starrte sie in stummer Verwunderung an, aber Virginia wurde sehr ernst und feierlich, drehte sich um und nahm sie mit durch eine Öffnung im Wandgetäfel in einen langen, unterirdischen Geheimgang. Als sie dort die Tür berührte, schwang sie in ihren alten Angeln zurück. Gott hat ihm vergeben. Vier Tage nach diesen seltsamen Ereignissen feierte man ein Abschiedsfest für Sir Simon auf Schloss Canterville. Sogar Lord Canterville war aus Wales angereist und auch die gute alte Mrs. Umney hatte man eingeladen. Alle waren sich einig gewesen, dass sie ein Recht habe, dabei zu sein. Schließlich war sie seit 40 Jahren von dem Gespenst erschreckt worden. Was? Nein! Doch! Oh! Familie Otis lebte danach noch viele, 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 viele Jahre glücklich und zufrieden auf Schloss Canterville. Und in vielen Nächten haben sie ihr gutes, altes Schlossgespenst noch oft vermisst. Meine Damen und Herren, das war das Gespenst von Canterville mit den Schauspielern des Aida Marsh Ensembles. Im Einzelnen spielten für sie Daniela Klaassen. Und Axel Becker. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, Sie sollten eigentlich...